Moin Leute und herzlich willkommen auf meiner Kellertreppe. Ihr seid wahrscheinlich hier, weil ihr wissen wollt, wie ihr Klebereste von Betonflächen entfernen könnt. Und genau das will ich euch zeigen. Ich zeige euch nicht, wie es von alleine geht, sondern einfach nur, wie ich es gemacht habe und wie ich finde, wie man ganz gut damit klarkommt, ohne komplett auszurasten. Ich habe das Ganze schon mal bei uns im Treppenhaus durch. Jetzt soll das Gleiche nochmal bei uns auf der Kellertreppe passieren, was so ein bisschen eine Überraschung war. Aber wie ich das mache und wie ich sie hinterher noch aufgerüscht habe mit einfachen und günstigen Mitteln, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, das ist die Ausgangslage. Wie ihr seht, eine Betontreppe, wie sie, glaube ich, millionenfach in deutschen Häusern verbaut ist. Die hat halt schon gelebt. Unser Haus ist Ende der 70er gebaut worden. War wahrscheinlich zu Anfang mal Teppich drauf, so wie es aussieht. Ich habe jetzt letzte Woche USB-Platten davon runtergeholt. Die waren hier mit Silikon drauf geklebt. Und das alles soll runter und dann soll die hinterher ein bisschen ansehnlich gemacht werden. Ist zwar nur eine Kellertreppe, aber so bisschen schöner soll sie schon werden, als sie vorher war. Ich glaube, das gelingt mir auch. Ich habe mit den ersten beiden Stufen schon angefangen. Da seht ihr auch schon das Werkzeug, kommen wir gleich zu. Und bin bis jetzt ganz zufrieden. Oben habe ich das fast ganz genauso gemacht und ich habe lange probiert, was am besten geht. Und ich dachte einfach, ich zeige euch ein Video, wie ich es gemacht habe, damit ihr nicht lange probieren müsst oder vielleicht auch direkt bewerten könnt, ob das euch noch zu umständlich ist, was ich da mache. Es geht direkt los mit dem Werkzeug, mit dem ich arbeite, und zwar habe ich ein Multitool. Meins ist jetzt vom Discounter, wie ihr seht, ein Parkside. Ist auch ohne Akku. Ich glaube, das macht bei solchen größeren Aufgaben auch tatsächlich Sinn, dass man es mit Kabel macht, weil sonst ist man nur am Akku wechseln. Kosten nicht viel, die Teile. Auch Markenteile sind recht erschwinglich. Wie ihr wisst, findet ihr unten in der Beschreibung immer Links dazu. Was entscheidend ist bei dem Multitool, ist am Ende das Werkzeug. Und da werden wir so einen Schaber hier benutzen. Den habe ich extra bestellt, der ist tatsächlich von Bosch. Es gibt die einmal in starr und einmal in flexibel. Das ist jetzt ein starrer und damit geht es wirklich ganz gut. Den flexiblen habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht mache ich das im Laufe der Maßnahmen nochmal, um zu gucken, ob der noch besser oder schlechter funktioniert. Also, erste Maßnahme mit dem Multitool und dem Schaber den groben Belag abbekommen. Und wie ich das mache, seht ihr gleich. Ja, ihr seht, es geht. Es ist natürlich immer noch kein Selbstgänger, aber es geht deutlich besser als im Spachtel oder mit irgendwie was anderem. Ich habe auch versucht, es mit Terpentin oder Verdünner runterzubekommen. Keine Chance. Also hier an der Stelle, wo es jetzt alles rot ist, das ist der alte Lack, der kann draufbleiben für meine Zwecke. Den müsste man, wenn man runter haben wollte, wahrscheinlich komplett abschleifen und abbeizen. Ich schleife den nachher einfach nur an und dann bleibt er drauf. Und wichtig ist halt für mich, dass der alte Teppich runtergeht, der alte Teppichkleber und auch Silikon oder dieser Heftkleber, was wir auch immer da benutzt haben. Ich versuche jetzt nochmal den flexiblen Aufsatz und dann geht weiter. Thank you.
Schaben ist abgeschlossen. Und wie ihr seht, sieht das schon ganz ordentlich aus, würde ich jetzt nicht sagen, aber sieht schon ganz gut aus. Also das reicht auf jeden Fall, um ihm dann gleich den letzten Schliff zu geben. Wenn man jetzt hier an den Kanten noch so ein bisschen Schmiererei hat, wo der Schaber vielleicht nicht so gut funktioniert hat, kann man sich einfach Cuttermesser nehmen, die Klinge weit ausfahren und auch so rüberziehen. Und dann kriegt man das auch nochmal ganz gut gelöst. Wie so ein Föhrmantel. Also ich habe jetzt eben ja den flexiblen Schaber nochmal probiert. Der funktioniert auch an manchen Stellen ganz gut, an anderen funktioniert der starre. Ob sich da wirklich lohnt, hin und her zu tauschen, glaube ich gar nicht. Das ist am Ende das ist wie beim Tapete abmachen. Man muss auch immer ein bisschen Glück haben, man muss Stellen erwischen, die leicht runtergehen, andere gehen schwer runter. Aber grundsätzlich ist das mit dem Schaber, glaube ich, ganz gut gemacht. Wie gesagt, es geht nicht von alleine, aber es geht ohne große Kraftaufwendung. Das Einzige, was man halt braucht, ist ein bisschen Geduld. Und so lange hat es jetzt bei mir gar nicht gedauert, diese eine Stufe. Ich habe natürlich noch ein paar vor mir. Aber wie gesagt, besser als alle Alternativen, die ich bis jetzt probiert habe. Ich mache einfach weiter und wenn es am nächsten Schritt geht bei dieser Stufe, dann melde ich mich wieder. So, Freunde, ich habe gestern noch zu Ende die Grobarbeiten gemacht, das heißt den ganzen groben Kleber abgeschabt. Heute soll der Feinschliff kommen und das meine ich wörtlich, also fast wörtlich. Und zwar werde ich die Reste, die jetzt noch drauf sind, Klebereste, Blocke, Farbe und sowas, alles mit dem Exzenterschleifer entfernen. Das ist jetzt ein 80er Schleifpapier. Damit gehe ich einmal drüber und dann sieht das hinterher, ich habe es hier bei der Stufe schon mal gemacht. Sieht das so aus. So, und dann hat man alles, was locker ist, runter. Man hat es gleich einmal angeschliffen. Und Reste, die man vielleicht, also Klebereste, die man vielleicht mit dem Schaber nicht runterbekommen hat, die bekommt man ganz gut mit dem groben Schleifpapier runter. Hier unsere Stufe, mit der wir gestern angefangen haben, die sieht jetzt ja relativ unspektakulär aus. Oder da habe ich wirklich schon viel abschleifen können. Hier oben sind aber Stufen, wo wirklich noch mehr drauf geblieben ist. Aber auch das bekommt man dann alles mit dem Schleifer weg. Es ist halt auch so, dass der Schaber, umso länger man den benutzt, umso stumpfer wird er natürlich. Das heißt, zu Anfang ist er noch leistungsfähiger als zum Ende. Aber ich habe mich halt die 10 Stufen hier oder wie viele das sind, hochgekämpft. Das hat alles funktioniert. Man kann den Aufsatz dann nochmal ein bisschen drehen, damit man die andere Seite, die nicht so stumpf ist, nochmal vielleicht ein bisschen benutzt. Wie gesagt, das Wichtigste ist Ausdauer und Willen. So, jetzt geht's an Schleifen. Viel Spaß. So, die Treppe ist geschliffen. Ich habe noch Ecken und sowas ausgeputzt mit dem Cuttermesser. Das heißt, sie ist jetzt bereit für die Verschönerungsarbeiten oder für den Endanstrich. Bei mir wird es ein Anstrich. Ich werde sie jetzt mit einer Betonfarbe rollen, mit einer Schaumwalze, weil ich denke, dass das für eine Kellertreppe vollkommen ausreichend ist und auch am pflegeleichtesten, am schnellsten und einfachsten gemacht und auch am Ende am kostengünstigsten. Man könnte natürlich auch Boden, Holz drauf kleben und die Stirnseiten streichen und sowas. Tatsächlich habe ich oben unser Treppenhaus die Treppe auch erst nur abgeschliffen, da ist auch noch nichts drauf. Da überlege ich noch, wie ich es am schönsten und günstigsten mache. Hier im Keller wird es jetzt auf jeden Fall ein Anstrich. Den mache ich jetzt fertig und dann zeige ich euch das Ergebnis noch. Dauert aber einen kleinen Moment, weil ich nämlich den Rest hier vom Keller auch noch machen muss. Bis später. So, ich will euch natürlich noch zeigen, wie das Endergebnis bei mir aussieht. Nämlich so. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich habe jetzt, habt ihr gesehen, abgeschliffen und dann habe ich einmal vorgestrichen mit dieser Betonfarbe. Dann nochmal leicht angeschliffen mit dem 120er Schleifpapier, auch mit dem Exzenterschleifer. Und dann noch ein zweites Mal gestrichen. Und fertig ist die Laube. Ich bin vollkommen zufrieden. Für die Kellertreppe ist das allemal ausreichend. Man kann es feucht abwischen, habe ich auch schon gemacht. Das ist relativ schnell gemacht und relativ günstig. Eine gute Alternative, denke ich, für einen Treppenbelag. Für einen Wohnbereich würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber so für den Keller alles super. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit meinen Tipps. Und ihr verliert ein bisschen die Angst vor dem alten Teppichkleber auf euren Betonflächen. Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Macht's gut und viel Spaß beim Renovieren.